Unsere Rüttelplatte. Eine Weber CR2 mit 145 Kilogramm. Diese erkläre ich euch jetzt näher. Die Rüttelplatte hat 145 Kilogramm und bringt einen Verdichtungsdruck von 25 Kilonewton. Ja, was hat es mit dem Verdichtungsdruck auf sich? Aus unseren Erfahrungen heraus verdichten wir damit Schichtstärken bis zu 30 cm. Stärker würde ich nicht machen. Dann könnte es sein, dass es ungleichmäßig verdichtet. Aber 30 cm im Privatbereich völlig ausreichend. Lieber ist es mir sogar noch 20 cm zu verdichten und dafür mehrere Lagen zu machen. Die ist reversierbar, das heißt, hat einen Vor- und Rücklauf, der mit diesem Hebel gesteuert wird. Und optimal finde ich auch das Fahrwerk. Man kann die ohne Bagger oder ähnliches sehr leicht transportieren. Klickt die Räder drunter. Diese sind auch relativ groß vom Durchmesser her, dass man sie noch leicht im Gelände schieben kann. Und also das macht die Rüttelplatte sehr praktisch. Ich benutze die jetzt bei mir in der Firma seit 2 Jahren. Funktioniert einwandfrei. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, nehme ich diese in die Vermietung. Der Vor- und Rücklauf ist stufenlos einstellbar. Das hat einen riesen Vorteil, und zwar, dass man mit der Platte sehr präzise arbeiten kann. Vor allem, wenn man dann später das Pflaster abrüttelt und die Schonmatte dran baut. Diese ist im Mietumfang gleich mit enthalten. Auch die Befestigung dazu, die Eisen und die passenden Schrauben. Man kann sehr präzise abrütteln. Gerade was das Rütteln an Kanten, an gegenüber von Entwässerungsringen und Bordstein betrifft, ist diese Platte mit dieser Matte optimal. Bevor ihr die Rüttelplatte startet, noch ein wichtiger Hinweis. Wenn sie dann anspringt, lasst sie unbedingt im Leerlauf ca. 1-2 Minuten warm laufen und erst dann losrütteln. Nun erkläre ich euch noch kurz, wie man die Rüttelplatte startet. Wir fangen an, indem wir den Ein-Ausschalter auf Anstellen. Als nächstes machen wir den Benzinhahn auf und beim Kaltstart schließen wir den Schock. Habt ihr die Rüttelplatte schon mal in Verwendung gehabt und sie ist warm, lasst ihr den Schock einfach raus. Als nächstes bringen wir noch den Gashebel auf Halbgas und dann können wir sie anziehen. Kurz laufen lassen und den Schock rausnehmen. Um die Platte wieder auszumachen, nehmt ihr das Gas weg und macht hier vorne an dem Ein-Ausschalter aus. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wo die Rüttelplatte in den Anhänger hinkommt, wie wir sie reinziehen. Und wichtig ist, versucht nach Möglichkeit, das zu zweit zu machen. Einer zieht die Platte, einer schiebt. Ist wesentlich sicherer, nicht dass er doch mal auf der Klappe ausrutscht. Wichtig beim Verladen der Rüttelplatte ist, sie so weit hinterzuziehen, dass sie mittig zwischen den Zurpunkten steht. Dann klappt ihr die Räder hoch und stellt sie ab. Spanngurt nehmen. Und an den Zurösen befestigen. Fertig für den Transport.